Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Techpirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal um das Thema, wie bekomme ich meine Daten vom iPhone? Jetzt ist, ja, da gibt es verschiedene Ansätze, sagen wir mal so. Ich kann die mit iTunes runterladen. Das macht das Ganze aber so ein bisschen umständlich, weil ich so gefangen bin in der Apple-Welt. Ich kann mit verschiedener Software versuchen, die runterzuladen. Und so weiter. Es kommt halt auf die Aufgabenstellung an. Wenn man innerhalb der Apple-Welt ist und sich da nur bewegt, dann hat man da keine Probleme mit. Möchte ich aber was anderes machen, zum Beispiel mir die Daten mal einfach nur wegsichern und oder vielleicht einzelne Bilder extrahieren, dann brauchst du dann da schon ein bisschen mehr. Wie ich das jetzt hier mache, das zeige ich euch gerne nach dem Intro. Ja, ein Kunde hatte mich gebeten, hier von diesem iPhone Daten zu übertragen. Und zwar so, dass er die auf eine externe Festplatte hat und wir die dann nutzen können. Und da dachte ich, da habe ich doch eine super Gelegenheit, denn die Firma Easias hat mich mal gebeten, ich sollte doch die eine oder andere Software mal von deren Homepage testen. Und dann habe ich gedacht, das könnte ja eventuell hier ganz gut passen. Und zwar ist das hier die Mobi Mover Free nennt sich die. Da geht es darum, dass man tatsächlich also Daten transferieren kann von verschiedenen Endgeräten zu Endgeräten. Also hier steht jetzt Free ISO Datentransfer von iPhone, iPad oder weiteres zu Windows oder Mac-Computern und so weiter. Und ich kenne die Software noch nicht, das heißt, wir werden die gemeinsam jetzt hier mal austesten. Dadurch, dass ich von EasyAS quasi beauftragt wurde, habe ich da auch ein Key mehr angefordert. Ich denke, wir werden bei der Free-Version relativ schnell an unsere Grenzen kommen. Das ist ja meistens so. Und deswegen gucken wir jetzt mal zusammen, was uns hier so erwartet. Also wir haben natürlich, habe ich die Datei runtergeladen und jetzt werden wir die mal gemeinsam installieren und gucken mal, was am Ende wir damit machen können, ob uns das hilft, dieses iPhone sozusagen zu sichern und die Daten dann so flexibel wie möglich runterzubekommen. Also Anspruch war, alle Bilder sozusagen zu sichern und wenn sogar geht, den WhatsApp-Verlauf und auch Adressdaten und so weiter. Und da wird es natürlich schon kompliziert, ne? Denn die Daten werden ja alle, sagen wir mal, iPhone-like-mäßig strukturiert abgelegt in einen Container und die Software muss halt in der Lage sein, diese Daten unabhängig von dem ja, anderen Gerät, wo es dann hin soll, in dem Fall soll es halt auf eine Festplatte dann auch entsprechend zu extrahieren bzw. auch abzuspeichern. Und wenn ich die Software richtig verstanden habe, dann soll die das können. Aber das sehen wir halt gemeinsam jetzt, wenn die Software gleich installiert ist. So, Installation ist abgeschlossen soweit. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Jetzt starten steht da. Und dann bin ich doch mal gespannt, was wir da angeboten bekommen. So, die Software ist gestartet und sie fängt jetzt schon an, wie wild Inhalte zu suchen. Und hier kann man dann auch schon sehen, was sie eigentlich können soll. Also wir haben die Möglichkeit hier iPhone zu PC, PC zu iPhone, iPhone zu iPhone. Oder auch den klassischen Backup-Manager, wo wir also wahrscheinlich ältere, unverschlüsselte Backups dann wiederherstellen können. Und ein WhatsApp-Manager. Das ist natürlich erfreulich, weil da ging es nämlich hier auch in dem Fall darum, dass ich Daten von WhatsApp hier sichere. Das haben wir ja öfters, dass die irgendwie sicherungswürdig sind. Und ich habe hier ein Video-Downloader. Da habe ich in der Software gesehen, dass man für Dateien, die sich irgendwie, Videodateien, die sich befinden, dass man die per Link dann zur Verfügung stellen kann. Gut, unsere Hauptaufgabe ist jetzt erstmal, dass wir iPhone zu PC hier starten, weil das ist so die Grundidee, um zu gucken, was für Daten wir dann da bekommen. Das ist ja sehr, sehr schön animiert. Das heißt, Ihr iPhone zu PC, behalten Sie Ihre Lebensgeschichte dauerhaft bei. Das ist doch schon mal eine gute Möglichkeit und dann klicken wir mal auf Weiter. Also das Telefon ist angeschlossen und
Hier wird jetzt gefragt und auch entsperrt. Das ist wichtig, sonst kann er da nicht ordentlich kommunizieren. Ich bin mal gespannt, ob der so drauf zugreifen kann oder ob da nochmal gefragt wird. Und hier wird tatsächlich jetzt gefragt, wo wird oder wo sollen die Daten hin? Und jetzt haben wir hier den Desktop ausgewählt und wir werden das mal ein bisschen anders machen. Wir gehen jetzt hier erstmal in den Download-Ordner. Da kommt alles rein, was später wieder weg kann. So. Und da ist nämlich auch nicht allzu viel drin. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal und sagen mal übertragen auswählen. Jetzt ist hier ein zweites Fenster aufgegangen und dann schalten Sie den iCloud auf dem iPhone aus, klicken Sie auf Aktualisieren, um die Kontaktdaten und Notizen zuzugreifen. Das heißt also, hier hat Apple dann schon eine Sicherheitssperre hin und oder drin. Das heißt, hier kann nicht ohne weiteres jetzt erstmal auf die Kontakte und auf die Notizen zugegriffen werden. So, da muss ich allerdings erst mit dem Kunden nochmal kommunizieren. Das werden wir jetzt mal überspringen. Denn wir nehmen mal einfach das, was wir haben, ohne großen Aufwand. Bis jetzt habe ich übrigens noch kein Lizenzkey oder ähnliches eingegeben. Ich bin gespannt, ob das erstmal free bleibt und ab wann hier gegebenenfalls die Eingabe eines Lizenzkeys erforderlich ist. Aber erstmal sieht das ja ganz gut aus. Er überträgt jetzt Daten. Ich gucke mir das mal eben an, ob da auch Daten irgendwie ankommen. So, da sind wir im Download-Ordner. Und bis jetzt sehe ich hier noch nichts, wo wir jetzt sagen könnten, da werden tatsächlich Daten übertragen. Und gucken mal, was macht er da? Also noch scheint da keine Daten erstmal übertragen. Er bereitet das wahrscheinlich gerade vor. Dieses Gerät wird gescannt. Es kann einige Minuten dauern. Okay. So, je nachdem, wie viele Daten ihr habt, kann das sehr lange dauern. Also jetzt hat es wirklich bestimmt 2,5 Stunden gedauert. Und was jetzt hier passiert ist, ist ganz simpel. Der hat jetzt zwar quasi die ersten 20 Dateien hier extrahiert. Ich zeige euch das mal. Gibt es also einen neuen Ordner. Und da kann man dann jetzt hier unter Podcast hat er die ersten 20 Dateien in Form von Musikstücken runtergeladen. Wie man gesehen hat, auch mit allen Informationen, was ja schon mal sehr gut ist. Und das ist halt immer der Nachteil einer Free-Version. Jetzt muss man quasi den Lizenzcode eingeben, um weiterzukommen. Ich mache das mal eben und dann geht es weiter. Ja, Glückwunsch, erfolgreich registriert. Jetzt geht es weiter. Normalerweise, wenn man jetzt einzelne Dateien bräuchte, dann könnte man vielleicht auch mit diesen 20 zurechtkommen. Und das ist halt die Frage, ne? Also so sind ja die meisten Programme. Also auch EasyAS hat das natürlich so entwickelt, dass man erstmal lockt mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. Aber um dann eigentlich die richtige Leistung zu bekommen, muss man dann letztendlich aktivieren. Denn er hat jetzt selbstständig sozusagen hier die 20 Dateien rausgesucht. Hilft natürlich nicht so richtig, wenn ich jetzt ganz speziell etwas suche, ne? Und aber gut, damit müssen wir leben. Jetzt gucken wir mal, ob er die Historie hat oder ob ich jetzt tatsächlich nach der Freischaltung noch mal komplett hier einsteigen muss. Oder ob er sich die Dateien oder Informationen jetzt hier weggeschrieben hat von dem Telefon. Ja, das ist jetzt der Nachteil. Der ist also wieder dabei, alle Daten neu einzulesen. Das kann ich daran erkennen. Hier wurde nämlich jetzt ein zweiter Ordner angelegt. Das heißt, der hat sich jetzt hier keine Sachen weggeschrieben oder ähnliches. Das ist natürlich ein bisschen nachteilig. Oder wenn ihr von vornherein wisst, dass ihr mehr als 20 Dateien braucht, ist es sicherlich zu empfehlen, hier ja, die Lizenz vielleicht vorher zu erwerben. Nutzt mal die Zeit, um einfach nochmal zu gucken, was das Programm noch so kann. Wenn ich hier oben auf Inhalt verwalten gehe, dann kann ich schon mal schauen, was er also schon ausgelesen und gefunden hat. Da kann man also jetzt ohne Probleme schon mal vorausschauen. Einfach hier draufklicken und dann kann ich sehen, hier sind 1118 Musikstücke identifiziert worden und die bekomme ich jetzt hier auch angezeigt. Das heißt, ich kann hier tatsächlich sehr gezielt einzelne Musikstücke extrahieren oder auf dem PC kopieren oder. Das ist also eine schöne, umfangreiche Liste. Ich habe auch hier verschiedene Apps, die ich direkt auch so sichern kann.
Apps macht aber meistens ja Sinn, die im App Store runterzuladen. Sei denn, da sind Funktionen dabei, die ich so nicht kriege. Das müsste man natürlich mal ausprobieren. Denn ich sag mal, gerade wenn jetzt zum Beispiel, wenn man an die Corona-Warn-App denken, da sind ja die Zertifikate enthalten. Und das ist halt die Frage, ob das hier auch der Fall ist. Wenn ich die nämlich aus der Cloud lade, sind die Zertifikate nicht da drin. Die werden dann nicht abgespeichert, sondern muss ich die neu einlesen. Sowas müsste man dann halt tatsächlich einfach mal überprüfen, ob das hier irgendwelche Vorteile hat. So, und wie man hier schon gut sehen kann, teilt er also alles wunderschön auf. Hier haben wir allerdings, dass er ein paar Podcasts, habe ich gesehen, aber glaube ich, hat sich auch das ein oder andere Liederstück versteckt. Aber ich sehe gerade, es scheint tatsächlich Podcast zu sein. Das heißt, er kann also auch hier schön unterscheiden. Das wird also sicherlich von der App auch gesteuert, dann hier abzulegen sein. Ja, dann haben wir ja das Besondere, dass wir noch den WhatsApp-Manager haben und da müssen wir natürlich mal gucken, was es da so gibt. Da haben wir hier die Möglichkeit zu sichern, wiederherzustellen und zu übertragen. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich darum, dass man auch den WhatsApp-Verlauf in ein neues WhatsApp, also iPhone, überträgt. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wo man WhatsApp-Geräte übergreifend übertragen kann. Ist ja immer so eine Technik für sich, weil die Übertragung von Apple auf Samsung nicht so einfach funktioniert und da braucht man andere Methoden, aber dazu findet ihr ein Video bei mir im Kanal. Ich gehe jetzt hier mal zusätzlich auf Sichern, mal gucken, ob ich das machen kann, weil er parallel ja sowieso auf dem Telefon zugange ist und er sagt jetzt, ich habe hier angeschlossenes Gerät, iPhone, Sicherungspfad ist C, da können wir natürlich auch jetzt hingehen und wieder unseren Download-Ordner benutzen, damit wir das da haben und dann schauen wir mal, was er da zusätzlich dann noch absichert. Je nachdem, wie wild ihr mit dem WhatsApp unterwegs seid, habt ihr natürlich hier auch sehr viele Daten. Also das können ja Gigabyte sein. Ihr könnt in der WhatsApp selber nachgucken, wie viel Speicher da gebraucht wird. Und das kann natürlich unter Umständen dann auch dauern. Mal gucken, ob er uns hier rauslässt. Nein, sieht so aus, als wenn er jetzt da mit dem Thema erstmal beschäftigt ist. Das heißt, wir sehen dann mal am Ende, was er hier so alles gefunden hat. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch schon mit dem Video. Der kann arbeiten. Das wird sicherlich ein paar Stunden dauern. Jetzt haben wir hier zwei Aufgaben gleichzeitig vergeben. Und haben dann im Endeffekt genau das, was wir wollten. Wir bekommen also unsere Bilder, unsere Podcasts, unsere ganzen Dateien, also alles, was wir so brauchen, was wir so auf dem iPhone haben, kriegen wir dann in separate Ordner einsortiert. Und das ist natürlich nicht schlecht. Ob euch der ganze Spaß das wert ist, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Wie gesagt, alternativ könnte man gucken, dass das über iCloud geht. Man kann aber auch Bilder theoretisch auch über Windows direkt importieren. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man das sozusagen als Festplatte nutzt und dann kann man sich die Bilder rüberziehen. Aber das gilt natürlich nicht für die Komponenten, die sonst noch so da drauf sind. Und darum ging es ja auch hier, also Adressbuch, WhatsApp-Verlauf, jetzt hier nochmal separat, Sprachmemos. Und was alles so gibt, Notizen und. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die letztendlich sonst nicht so einfach verfügbar sind. Und wenn die jetzt hier schön strukturiert abgelegt werden, dann hat uns das, denke ich mal, geholfen. Schaut doch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch natürlich die Software. Ihr könnt dann selber mal schauen und selber nochmal prüfen. EasyAS hat sehr viele Softwarekomponenten, die einem ja immer, sagen wir mal, die Funktion in Form von kostenloser Software simulieren oder zeigen. Und wenn man dann die Hilfe braucht, dann muss man halt Geld bezahlen. Letztendlich ist es so, dass solch eine Entwicklung natürlich Geld kostet und auch verständlich ist, dass sie nicht immer alles hier so verschenken können. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann bitte Daumen hoch. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Das ist immer der beste Lohn für uns Creator. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.